habe Nachtdienste auf der Klinik gehabt, habe volle Behandlungsnachmittage bei mir in der Praxis gehabt. Und mit 40 bin ich darauf gekommen, ja, meine Woche hat ungefähr 78 Arbeitsstunden. Ich habe auch mega gut Geld verdient, aber irgendwann war es dann aus. Ich bin aus der Pensionsversicherung ausgestiegen, ich bin aus der Ärztekammer ausgestiegen, habe mein Haus verkauft, habe meine Ordination verkauft, habe meinen pragmatisierten Gemeindevertrag gekündigt. Das war gut. Weil wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich in diesem Rad geblieben. Und so wie meine väterlichen Ahnen, so zwischen 45 und 65 dann auch irgendwann einmal am Herzinfarkt verendet.